So, guten Morgen. Wir wollen heute zwei Sachen machen. Das eine ist, wir wollen nachbesprechen, wie es Scrum gelaufen ist und dann in einem zweiten Schritt eine Einführung zu Kanban geben. So, wollen wir vielleicht mit den Vor- und Nachteilen für Scrum beginnen? Ich höre, was fällt Ihnen dazu ein? Na, das sollte alles weg. So. Was war gut an Scrum? Was hat Ihnen gefallen? Ja? Ich hatte den Vorteil, der sich aber im Nachhinein als Nachteil ausgestellt hat. Also am Anfang fand ich es gut, dass halt jeder so ziemlich locker seine Aufgaben bekommen hat. Aber bei uns war das so, dass es sich am Ende als Nachteil herausgestellt hat, weil dann halt jeder in eine andere Richtung gearbeitet hat. Okay, die Abstimmung war nicht gut, meinen Sie? Also das ist sozusagen individuelle Freiheit, schreibe ich mal. Ja, sowas. Und das ist aber gleichzeitig auch ein Nachteil. Stimmen Sie damit zu, die anderen? War das auch so? Also dazu muss ich sagen, was Sie natürlich nicht gemacht haben aufgrund Ihres Setups, weil Sie ja noch andere Vorlesungen haben im dritten Semester, Sie haben wahrscheinlich keine Daily Scrums gemacht. Und Daily Scrums, da kommt der Begriff Scrum ja auch her, also Gedränge, steht man halt so um den Tisch rum oder steht um eine Tafel rum oder so, jeden Morgen eine Viertelstunde und bespricht, was gerade so getan wurde, was am Tag vorher geleistet wurde durch die Einzelnen und was so der Plan für den nächsten Tag ist. Und das ist natürlich die Gelegenheit, sich abzustimmen. Und wenn man sich da auch immer den aktuellen Status berichtet und auch sagt, in welche Richtung man gearbeitet hat, dann findet genau diese Abstimmung zeitnah statt. Also im normalen Scrum, sage ich mal, im beruflichen Umfeld, hätten Sie das. Also da würde sozusagen diese geringe Abstimmung ist nicht der Fall. Das war jetzt sozusagen ein Sondereffekt aufgrund Ihres Setups, dass Sie eben sich auch nur alle paar Tage getroffen haben. Ja, und das ist hier natürlich auch nicht. Also eigentlich müssen wir den wieder wegnehmen, weil das ist sozusagen der besonderen Lösung geschuldet. Was allerdings sicherlich ein Vorteil ist in dem Kontext ist, dass Sie sich selber ein bisschen aussuchen können, was Sie machen können. Ja, Sie können in der Tat natürlich im Scrum sagen, kann mich selbstbestimmt arbeiten, bestimmt ein Stück weit. Ja, ich mir kann so ein bisschen aussuchen, kann sagen, was ich tun will von den Blöcken. Im Kontext dessen, was der Product Owner sozusagen an Prioritäten vergeben hat. Weitere Vorteile, wenn Sie nochmal insbesondere an das klassische Projektmanagement denken. Ja? Wenig Dokumentation. Ja, genau. Also das ist sicherlich, ich nenne das mal Overhead. Ja, also bestimmte Sachen müssen Sie ja dokumentieren, aber Sie haben sozusagen ansonsten relativ wenig Zeug, was Sie machen müssen, nur für die Projektplanung. Also da haben wir sozusagen, erstellen Sie wirklich nur das absolut Notwendigste. Sie haben eine priorisierte Liste, davon nehmen Sie einmal in der Woche was rüber, das wird bearbeitet oder nicht, und dann sagt der Product Owner, jawohl, ist fertig oder nicht, dann kommt das in die fertige Liste, fertig. Mehr haben Sie eigentlich nicht. Sie dokumentieren natürlich trotzdem fachbezogen, also wenn Sie bestimmte Aktivitäten ausarbeiten und dazu Dinge festhalten, müssen Sie das in Scrum natürlich genauso machen wie in jedem anderen Bereich auch. Ja, aber es geht ja hier sozusagen nur um den Projektsteuerungsteil, also den Teil der Dokumentation, den Sie dokumentieren müssen, weil Sie sozusagen so arbeiten. Weitere Sachen, die Ihnen aufgefallen sind in Scrum. Hat es Ihnen denn gefallen oder fanden Sie es blöd? Sie sind so passiv heute. Ja? Mir
mir hat es jetzt nicht großartig gefallen, muss ich ehrlich sagen. Weil bei uns gerade, was hier jetzt als Vorteil reingeschrieben haben, ist selbstbestimmte Arbeiten. Einfach in einem Projekt, wo man sich doch eigentlich viel abstimmen sollte, wenn es sonderlich gut funktioniert hat. Ja, Sie waren gerade kurz draußen. Also ein Punkt, den ich schon gesagt habe, im normalen Scrum haben Sie tägliche Daily Scrums, da kommt der Name auch her, wo Sie morgens sozusagen 10 Minuten, Viertelstunde zusammenbleiben, über das berichten, was Sie am letzten Tag gemacht haben und was Sie für den nächsten Tag planen. Und da ergibt sich genau diese Abstimmungsgelegenheit. Ich denke, dass das nicht gut funktioniert hat, war jetzt eher dem Setup geschuldet, dass Sie das parallel noch zu anderen Vorlesungen machen und dann Ihre Abstimmung minimieren sozusagen. Was eigentlich im Scrum nicht passieren sollte. Aber Sie glauben trotzdem, dass, sozusagen, dass es keinen gibt, der sozusagen insgesamt den Plan hat. Oder unabhängig davon. Wäre das Problem auch gewesen, wenn Sie sich jeden Tag hätten abstimmen können? Also in unserem Fall sind wir ja. Okay. Ja. Also wir haben uns auch tatsächlich dreimal die Woche getroffen. Ja. Also das Problem war halt immer beim Ergebnisse zusammenfragen. Also wir haben Kleinigkeiten halt dann einfach nicht einheitlich und nicht konsistent gemacht haben. Und dann muss man einfach auf Rücksprung machen, um das nochmal anzupassen. Und Sie meinen, durch ein klassisches Projektmanagement hätten Sie das besser in den Griff gekriegt? Wenn dann Mufti gewesen wäre, der gesagt hätte, so geht das da lang, ich will das haben. Okay, also Ihnen fehlte die Autorität. Ein Stück weit, ja. Okay, funktioniert nur, wenn die Gruppe keine Führung braucht. Ja. Das stimmt, in der Tat ist das ein wichtiger Punkt. Und das werden Sie bei Kanban vielleicht noch mehr erleben. Je unreifer die Personen, also je mehr Steuerung die brauchen, also kann man ja auch von sich selber sagen, dass ich nur Dinge gut machen kann, wenn mir jemand sagt, wo ich hinlaufen soll, desto besser ist ein klassisches Projektmanagement und desto schwieriger werden die modernen Methoden. Oder umgekehrt gesagt, je moderner die Methode ist, die Sie einsetzen möchten, desto mehr verlangen Sie an Persönlichkeit von den Teammitgliedern. Also desto besser müssen die selber arbeiten können, selbstmotiviert, zielorientiert, ergebnisorientiert arbeiten, dass man selber ein Qualitätsbewusstsein hat. Ja, also je weiter man am klassischen Projektmanagement ist, desto mehr egal ist das, weil da kommt noch jemand und der prüft nochmal. Und da gibt es nochmal eine Schleife, die dann nochmal die Qualitätssicherung durchführt. Und je fortgeschrittener die Methode ist, die Sie zum Projektmanagement arbeiten, desto wichtiger ist, dass die Leute das schon selber machen und schon selber mitbringen. Das werden wir auch jetzt in Kanban auch nochmal sehen. Das ist nochmal eine Stufe selbstbestimmter, das Arbeiten. Also im Scrum haben Sie ja schon zwei Rollen, ja, mehr den Product Owner und den Scrum Master. Einen, der die inhaltliche Verantwortung hat und einen, der die methodische Verantwortung hat. Schon für das Team eine gewisse Steuerung, aber ein Trend ist sozusagen schon nach zwei Aspekten. Und im Kanban wird es so sein, dass Sie gar keine ausgezeichnete Rolle mehr haben, die das haben will, ja, die das machen möchte und machen soll. Das heißt, Sie müssen das alle als individuelle Personen auch entsprechend durchführen. So, was gibt's? Und sonst haben Sie keine Vorteile gehabt? Ja. Agiler, was meinen Sie damit? Wenn man was dazwischen kommen soll, kann man die Sprints immer nochmal definieren, kann die wieder in den Backlog reinschreiben, wenn was anderes ist. Mhm. Ja. Schnelleres Feedback. Ja, das stimmt. Allerdings auch nur im Wochenrhythmus. Ja, also man kann dann schon mal, also wenn man sozusagen was am ersten Tag fertig hat oder braucht oder denkt man ist fertig, dann liegt das 5 Tage rum. Das werden wir sehen, bei Kanban ist das ein bisschen anders. Also zum Teil.
sorgt für Unproduktivität. Ja, was haben Sie noch? Was hat Ihnen noch gefallen? Gab es noch da von Ihnen war noch eine Rückmeldung? Ja, das ist gleich eigentlich. Ja. Okay. Also ich finde, dass die Trennung dieser beiden Rollen von fachlicher Rolle, Product Owner und methodischer Rolle, Scrum Master, sorgt für bessere Produktivität. Ja, Sie haben sozusagen den persönlichen Konflikt nicht in der Person, wenn Sie im klassischen Projektmanagement sind, dann macht das die gleiche Person. Die sagt Ihnen, du musst das machen und ich sage dir auch wie. Und mir ist das wichtig. Und alle anderen sagen, ja, okay. Und man hat sozusagen nicht die Möglichkeit, auseinanderzusteuern. Viele Konflikte entstehen dadurch im klassischen Projektmanagement, dass man sozusagen inhaltlich und methodisch gleichzeitig was vorgeben will und das an der gleichen Person denkt. Wenn man das auseinanderziehen kann, kann man das austragen sozusagen als Konflikt. So, kleiner Rückblick. Dann mache ich hier mal Stopp.